ist das Rohr noch ein bisschen höher. Ja, das stimmt. Vielleicht nicht mehr ganz so geschmeidig, ne? Aber. Ah! Was ist passiert? Ach, nichts. Das Alles Rohr gut. ist abgefallen. Ich muss mein Rohr höher machen. Ja, geht's denn noch? Nach 8 Stunden. Es hält. Oh, oh. Ja, okay. Es hält. Diese Schmerzen. Was? Oh, ja, Kascha. Was denn? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Mein Finger tut weh. Du weißt aber, warum du so oft im Bild bist. Ich sage nur Tulup. Ja, so. Ja, ja. Das Schlimme ist ja, wenn das nur Spiel und Spaß wäre, ne? Aber das ist leider, und das ist so, bittere Realität. Das stimmt. Ich sehe euch schon, einen Tankanhänger kaufen oder mit ein paar Kanistern über dem Feld rennen. Nee, geht noch. Das hält! Da bin ich mal gespannt. Blinker? Stimmt, du blinkst! Guck mal, es blinkt, aber warte. Guck mal, ich muss in die Richtung fahren. Es blinkt. Das ist wahrscheinlich immer, wenn du die Pyraten drehst. Cool, guck mal, der blinkt. Ja, und jetzt macht den Blinker wieder aus. So war das. Nee. Okay. Weißt du, wenn das wenig Spaß wäre, oder? Weißt du, wenn sie das so mit Absicht macht? Aber es ist leider, das ist das Traurige daran. Leute, das ist die Realität. Und ich kann euch das versichern, weil ich mit ihr auch privat spiele. Es ist die Realität. Und wenn ihr mir nicht glaubt, vielleicht glaubt ihr ja Miri. Also es ist die Realität. Ah, das macht sie immer an, wenn sie den Schubboden anmacht. Ah. Ah. So, ich warte, bis du hier da und so, ne? Weil du hast ja noch nicht so alles da drin. Was, also wir sind bei 87%. Wollte ich nur mal bemerkt haben. Und wie? Und es ist egal, welches Spiel. Ja, sag ich ja. Sie ist und bleibt in unserem Team die Chaos Queen. Gibt mir ja auch leid. Denke einfach an, dass du nur noch allerdings fahren. Das ist auch eine gute Idee. Sag dir nicht solche Sachen, bitte. Ausgerechnet in dem Moment tut sie das, was wir sagen. Ja. So, du hast. Oh, wie viel noch? Wie kann ich mehr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, warte. Ich kann nicht mehr. 8 rein. Mit der, die du fährst, gerade 9. Ich kann das schaffst du jetzt noch. Lieber Gott im Himmel. Du schaffst das. Wollen wir tauschen? Nein. Du kannst auch ohne VCR fahren. VCA meine ich. Das sind ja nur noch diese Bahnen. Du musst noch nicht mal gucken. Du musst einfach nur die Bahn fahren. Willst du nicht mehr? Ja, nicht mehr. Ja, warte, dann fahr da bis vorne und dann fahr ich. Und jetzt stell dir Manu mit Warnblinkanlage vor. Oh nein. Aber ich sag dir eins, nee, die Karre bleibt bei mir stehen, ne? Dann ist aber Schluss mit lustig. Ist hier hinten eine Tankstelle? Ich sitze da am Trocknen. Ist hier hinten eine Tankstelle irgendwo oder ist die nur da unten? Ich glaube, ich bin nur irgendwo an einer vorbeigefahren, aber ich weiß nicht mehr wo. Fahr doch! Ach nee, fahr gut. Doch! Oh. Ach, ich glaube, der Sprit reicht. Das ist 15. Ja, ich glaube, der Sprit reicht, Mann. Das sind nur noch 9 Bahnen. So. Hallo, Misi. Ja, wir sind noch am Zug. Hallo, ja. Misi. Wir hatten eine Rübenprobleme. Steig aus!
man sagen. Steig aus. Jetzt. Jetzt. Noch. Wo? Ach da. Du bellst. Ich belle? Ja. Moment. So. Alter, der hat ja über 70 km/h. Wer? Der Elkawatsch. Der Elkawatsch. Was muss ich denn hier überhaupt und so? Was ist das hier? Schneidwerk, Dings, einfach nur anmachen oder was? Ja. Ja, aussteigen kann man auch, ne? Gehst du? Weiß ich nicht. Ja, sieht gut aus. Okay. Gib mir deine Rübe. Wo sind sie denn, die Rüben? Rüppli. Hallo, Rüppli. Oben im Norden hinterm Wald. Daumenarthrose. Ja. Kommt bald. Obwohl jetzt, also jetzt, wenn ich hier so geradeaus war, drücke ich nichts. Ah doch. Hinten das. Das ist das R2, ne? Oder? Ja, warum machst du denn nicht Tempomat an? Hab ich vergessen. was war das denn gerade für ein Hopsel? Hopsel? Ach, vergiss es. Das ist, wenn du lenkst, sieht das jetzt so komisch aus. Ach so. RT. Ja, genau. RT. Das. Jo. Also die Maschine gefällt mir hier. Die ist cool. Hast genug Sprit? Ja, es ist noch was drin, ne? Aber ich weiß nicht, ob das reicht. Wirklich nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Da waren wir aber echt fleißig, wa? Ja, aber richtig. Aber hallo. Wenn der auf Tempomat umschlägt, dann schlägt er auf 8 km/h runter, auf 9. Obwohl ich den auf 10 eingestellt habe. Der LKW? Ja. Okay. Warum auch immer. Jetzt geht er, jetzt bleibt er auf 10. Vielleicht reicht es ja noch. Ich weiß ja nicht, wie viele Bahnen ich glaube, wir jetzt das reicht. Haben. 1, 2, 3, 4 Bahnen kann ich sehen. 2, 4, 6, das und diese hier. Ich kann das nicht so gut einschätzen, aber... Ja, das reicht. Also ich sag dir, wenn ich hier ohne Sprit stehe, erst du, aber... Ja, wenn du kurz davor bist, dann solltest du vielleicht doch aufhören. Ja, aber ich weiß noch nicht... Es leuchtet kein Lämpchen für Reserve. So, ich bin weg. Es ist herrlich, 57 km/h. Es ist so wunderschön. Es ist ein Traum. Oh, 37 km/h. Es ist so wunderschön. 32 km/h. Es ist so wunderschön. Aber wollten wir das ja nicht behalten eigentlich? Bitte nochmal was behalten? Wollten wir das nicht eigentlich behalten? Ja, natürlich. Ja, aber brauche ich das ja nicht wegbringen? Nein. Ja, doch. Du musst es ja. Es muss ja
Aber wohin? Zu uns. Oh Gott, echt jetzt? Ja. Musst du zu uns fahren? Ja. Na weil gut. Das kriegen wir ja nicht alles. Dann kann es jetzt sein, dass es ein wenig länger dauert. Ja, ist ja nicht schlimm. Weil ich bin ja. 73 km/h. 75 km/h. Jetzt geht's los. Bin ich die auch gefahren? Weiß ich nicht. Kann mich nicht erinnern. Naja, auf jeden Fall fahre ich nicht mit 75 km/h um die Kurve. Dessen kannst du dir bewusst sein. 40 km/h reichen da voll und ganz aus. Guck auf deinen Tank. Ja, ich glaube schon. Ja doch, das müsste reichen. Hallo? Du siehst ja die Tankanzeige, oder? Siehst du die? Ja. Ja, wenn ich aber auf deine Tankanzeige gucke, fahre ich nie gegen den Laternenpfahl. Ja, das kenne ich. Zeig doch mal dein Bild. Kann ich. Ist doch kein Problem. Und? Was siehst du? Und? Ja, ja. Oh, da stehen drei Zuckerrüben. Ah ja, das ist echt krass. Und dann der Bademeister. Da kam der. Nee. Der Bademeister ist für Manu reserviert. Der ist nicht für mich. Zack, war ich weg. Nee. Der ist für Manu. Der ist nicht für mich. Aber guck mal, er wackelt da vorne wirklich schon heftig rum, ne? Ja, also das ist schon so. Er wackelt schon ganz ordentlich. Ich glaube nicht, dass das reicht hier. Doch. Nee, glaube ich nicht. Das sind noch eins. Warte, ich muss jetzt mal hingucken. Ja, zur Not können wir ja was aus dem Silo holen. Ist ja nicht so, ne? Das sind noch vier Bahnen. Ich weiß, ja. Das reicht. Da ist ein Zipfel nur noch drin, ne? Ach so, dann fahr tanken, Manu. Der macht das. Ja, aber ich weiß doch nicht, wo. Warte, wir machen erstmal hier die Maschine aus. Dann fahr tanken. Wenn dir das zu unsicher ist, fahr tanken. Na, es ist wirklich wenig drin, ne? So, was habt ihr gesagt? Was muss ich drücken? Schubboden. Genau. Ich hoffe, dass das jetzt richtig ist. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Guck mal, wie es aussieht. Cool. Geil, oder? Hier steht's jetzt auch. Hier steht Fahrzeug betanken. Ja, dann mach's. Ja, ich muss ja erstmal hin. Ich weiß nicht, wo die Tanke ist. Guck mal auf die Karte. Warte mal, wir gucken mal auf die Karte. So. Ganz oben im Norden, habt ihr gesagt? Ja, Sägewerk. Also mit oben im Norden, da ist nicht mehr viel mit oben. Tankstelle! Da oben! Siehst du? Nee. Guck auf den Bildschirm. Das ist zu klein. Ich kann das nicht. Warte mal. Soll ich machen? Also ich mach mal selber hier auf. Warte. Ganz oben. Neben der 10 ist da oben so ein Zeichen. Beim Wald, hinter dem Wald. Siehst du?
Da oben das? Ja. Es ist weiter, es ist näher wie die hier unten. Soll ich fahren? Ich glaube nicht, dass ich da hinkomme, du jetzt, ohne Witz. Soll ich fahren? Ja. Gut, bist raus? Jetzt. Weil das weiß ich nicht, ob ich, wenn ich dann womöglich jetzt noch Schlenker fahre oder irgendwas. Mach doch mal. Rohr einfahren. Fahrzeug betanken. Das steht jetzt schon. Ja, das meine ich ja. Na, herzlichen Glückwunsch. Das war gerade, also. Aber da steht ja noch Sprit drinne. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das Zeug da rauskriegen. Und dann machen wir den Rest mit dem anderen. Ich hoffe, dass wir das da rauskriegen, ne? Was du geerntet hast. Wo rauskriegen? Aus dem Met, aus der Erntemaschine. Warum? Abtanken und so. Nee, den werden wir nicht mehr. Wir werden, wir nehmen jetzt. Die andere Erntemaschine haben wir auch noch. Manu. Ja, aber da muss. Warum nehmen wir die? Ja, willst du jetzt noch mal tanken? Die andere, da ist auch noch was drinne. Ja, aber die, da musst du. Da. Oder nicht? Ob wir jetzt die andere hochfahren oder mit dieser nochmal zum Händler hinsetzen? Ich weiß gar nicht, ob wir die zum Händler überhaupt hinsetzen können. Das weiß ich nicht. Ja, dann mach die leer da. Ja, versuche ich, wenn das geht, ne? Ja, gehen wird das, denke ich. Ankriegen wirst du die schon nochmal. Also da gehe ich schon aus. Mit der anderen fertig machen, sag ich doch. Ja, aber die muss halt doppelt fahren. Ja, dann muss sie das halt. Können wir jetzt nicht ändern. Lass den Helfer fahren. Der tankt. Oder die Schneidwerke umbauen. Ja, aber die bewegt sich nicht mehr. Die Maschine bewegt sich keinen Millimeter mehr. So. Die Maschine bewegt sich keinen Millimeter mehr. Ich hoffe, die lädt jetzt noch ab. Das ist das, was ich denke. Ups. Ja. Arschlecken, ne? Sitzt du drinne? Nee, ich fahre gerade den die andere Maschine nach oben. Ja, die lädt nicht mal mehr ab. Die lädt nicht mal mehr ab. Das ist scheiße. Da müssen wir das jetzt wirklich mit dem Helfer machen, einmal ganz kurz. Ja. Wenn das geht überhaupt. Motor starten? Wenn wir einsteigen, startet eigentlich der Motor schon. Tankfahrzeug. So ein Halt. Der macht gar nichts mehr, ne? Der macht überhaupt nichts mehr, tatsächlich gar nichts mehr. Ja, das ist scheiße, da ist er noch. Aber ein. Guck mal, da ist Sprit noch drin, was soll die Scheiße? Tankfahrzeuglein. Wie leiht man denn ein Tankfahrzeug? Nee, ernsthaft jetzt mal. Wo findet man ein Tankfahrzeug? Diverses vielleicht. Für Anhänger. Sportanhänger, ne? So ein. Oh. Ey, wir wollten ins Bett, ne?
Ja, das müssen wir ja jetzt noch fertig machen. Das Ja, war ich jetzt weiß. mit dem Tanken. Wo ist Das denn ist das jetzt. mit den, ach. Sitzt du da drin in der Maschine? Kannst du das Schneidwerk abschmeißen? Nee, kann ich nicht. Warte. Nein. Weil das ist Kann ja ich auch hier. nicht. Geht gar nichts. Ah, okay. Aber wieso nicht? Hier, ne? Güllefässer? Nee, Düngestreuer irgendwie hier irgendwo, ne? Ganz unten. Steig mal Ganz, aus und guck ganz, mal, ob ganz da. klein bisschen war da eigentlich noch drin. Also nicht mehr viel, aber. Diverses. Da war ich jetzt ein paar Mal. Ja, diverses. Ah, hier, der. Warte mal. Was kostet der denn? Warte mal, was kostet das denn? Ich will es doch nur mieten, Manu. Was der kostet, ist 29.500. Nee, ich meine zum Mieten. Ist das teuer? Ja, da. Erstmal will Nee. ich gucken, mit diesem Fahrzeug lassen sich Flüssigkeiten transportieren, lässt sich das aber auch überladen. Das ist das Problem. Mieten kostet, ich hätte sowieso nur gemietet, Ja. 619. Ja, okay, das. So, nimmt ihr das? Das sieht hier aus. Wie viel soll ich denn da reinmachen? Ja, ganz wenig. Jetzt, was tankt der denn jetzt? Ich hoffe, den Anhänger. Hundert Liter? 200 Liter? Reicht, ne? Ja, das sollte auf jeden Fall reichen, das denke ich auch. Da kann man dann unsere, ja, da kann man unsere ganzen an, genau. Da können wir unsere ganzen Fahrzeuge. Ja, aber das. Wir Das wollen ja jetzt, musste jetzt passieren. denke ich mal, so wenig wie möglich Mietkosten Erinnere dich ausgeben. an Ark. Ich will nur schnell Fische füttern. Ja, das ist immer so. Und dann ist hier Monsignore verschwunden. Liter hätten gereicht. Natürlich. Der hätte ja auch reinpinkeln können in den Tank, ey. Mann, ey. Wenn es jetzt nicht um 150.000 Tacken gehen würde und um Rüben, die uns Zucker geben, hätte ich gesagt, leck mich fett, wo die Frösche sind. Ja, aber echt voller Abenteuer. Es ist der Hammer heute hier. Echt jetzt mal. Was ist eigentlich mit dem ganzen Zeug aus dem Silo? Das müssen wir auch noch rausholen, Ja, ne? ja. Das lasse ich nicht da drin. Naja, locken wir Nee, sie nee, nee, nächstes nee, Mal nee, ein, nee, das nee, weg, nee. weg oder so.
Dann krieg ich, einen Heulkrampf. Wieso das denn? Ach, weißt du. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie man das jetzt macht hier. Ja, und dann machen wir den leer. Ja, wie macht man das denn jetzt hier? Den Rest mache ich hier mit dem Teil hier. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht musst du mit dem Drescher da ganz nah dran fahren oder so. Lohndienstleistung auf Feld 15 abgeschlossen. In den Drescher und dann tanken. Hast du gehört? Ach, in den Drescher springen, okay. Also ist das Feld fertig? Ja. So, und jetzt Erntemaschine auffüllen. Mehr kriegt er nicht. Hast du jetzt den Rest schon fertig? Nein. Nee. Warte, da muss ich doch noch ein bisschen. Nee, ich fahre jetzt mit der Maschine hier. Also machst du schon, oder was? Es ist zwei Reihen. Ja, obwohl mit der anderen Maschine ist es eine Tour. Nee, dann nehme ich die andere. Dann machen wir die jetzt hier leer. Ach ja. Warte, ich steig aus. Warum? Ach so. Ich stell dir die jetzt hier hin. Ja. Also fast. Fahr mal ein Rohr aus. Achso, ich muss. Ich werde das jetzt. Ja, und den Tankwagen, Mike sagt, den Tankwagen zurückgeben. Ja, ja, ich muss jetzt mal gucken, ist da noch was drin? Nö. Den gebe ich aber hier zurück. Ich fahre den nicht zurück. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Nee, brauchst du ja auch nicht. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Normalerweise bestehe ich darauf, dass wir das so zurückgeben, aber. Nee. Da habe ich jetzt keine Böcke drauf, ganz ehrlich nicht. Und lass ihn einfach so da stehen, ne, wenn du jetzt die Reihe fertig hast. Ja. Warte, warte, aber ich komme ran und hol mir das Zeug. Ich hol mir das Zeug. Ups. Kannst du mal das Rohr ein bisschen höher machen, Herrgott? Ja, wie denn? Ach, schon gut. Naja, du musst das höher machen. So. Ja, so. Kannst du mal dein Rohr höher machen? Oh Gott, nee. Wenn du guck mal, der hat doch so viel Sprit. Ja, der hat das auftanken. Ja, wir mussten aber auftanken. Das ja, musst du mal denken. So, dann springen in den anderen. Ja. Kannst du da auch das Rohr höher machen? Das ist, glaube ich, hoch, ne, oder? Ich weiß es nicht. Fahr erst mal. Habe ich höher gemacht. Okay. Hast du alles? Ja. Bist du sicher? Ja. Bist du ganz sicher? Ganz sicher. Bei mir klackert das die ganze Zeit. Es klackert? Ich glaube, das ist mein Dings. Dein mein Ding? Schubboden. Ja, der macht Zicke-Zacke. Und so. So, und dann haben wir noch eine Reihe. Mhm. Und dann haben wir es geschafft. Dann müssen wir ich hoffe, das wird nicht reichen, ne? Was meinst du? Ich bin schon bei 71% voll. Du meinst, du musst noch mal fahren? Mhm. Das ist dann natürlich kacke. Nee. Unter Umständen müssen wir das noch mal. Glaube ich nicht. Also das ist alles abgeschlossen jetzt, ne? Ja. Aber du kannst noch nicht abschließen, bis wir nicht alles aus dem Silo geholt haben. Ja, das geht nicht. Sowieso nicht, weil wir dann den LKW ja auch direkt... Deswegen sagte ich das. Ja, warte. Ich
Ich will keine Rüben mehr. Echt nicht. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Die werden uns reich machen. Also, ich weiß gar nicht, wohin vor lauter Begeisterung. Jetzt eine eigene Zuckerfabrik. Mhm. Und die haben wir auch schon wieder reingefahren. Mhm. Das ist doch schon mal gut. Mhm. Und in wie vielen Stunden? Oh shit, ich habe da 3 Zuckerrüben stehen lassen. Die hole ich mir gleich noch. In 8 Stunden 28. Also, Manu, ich bleib stehen. Oh. Ja, fahr weiter. Das ist mir so anstrengend. Wenn du dir die Zuckerrüben sowieso noch holst. Was ist jetzt so anstrengend? Über fremde Ecke, das haben wir gesehen. Ja. Ich habe das schon immer gemacht, aber ich wurde dafür immer verteufelt. Verteufelt? Ja, ja, hast du doch, oder nicht? Oh Gott, wie spät ist das? Viertel nach. Oh, 20 nach 11. Oh Mann, jetzt irritier mich nicht. Ich hab hier auf die Uhr geguckt. Ich hab dir die Uhrzeit vorgelesen! Ja. Diese Frau treibt mich einfach nur noch in den Irrsinn. Du kannst mal die 3 Rüben da mit der Hand rausreißen. Du kannst mich mal mit deinen 3 Rüben am Töffel tuten. Am Töffel tuten? Mhm. Und moralische Angebote. Ja, ja. Am Töffel tuten. Der kann, der kann. So, jetzt holen wir noch die letzten Rüben da. Ja, 80.000 ist cool, ne? Also das ist wirklich ein richtig cooler Preis. Wenn ihr für eine Rübenernte wieder 80.000 kriegt, würdet ihr das auch wieder machen? Wahrscheinlich sogar. Ja, klar. Also mit 51%iger Wahrscheinlichkeit. 51%? Naja, wenn wir 1 Million auf dem Konto haben. Ja, guck mal, da sind sie. Die Rüben, das sind unsere. Da sind sie. Seht ihr das? Da sind sie. Ja. Da sind sie. Oh. Anmachen. So. Fertig. Bitte lass alles hier reingehen, ey. Jo. Ich bin leer. Oh Gott, sei es gedacht. Gepriesen und gepfiffen, herrlich. Bitte. Nimmst du meinen Traktor mit runter? Ja. Und ich glaube, auf dem anderen Feld steht hinten noch der Grüne. Der Grüne was? Oder hast du den schon weggeräumt, den von uns? Weiß ich nicht. Auf dem 26er Feld. Da dürfte eigentlich nichts mehr stehen. Bist du sicher? Weiß ich nicht. Muss ich mich gleich mal durchklicken. Ob da irgendwas. Ich meine nicht, dass da noch was steht. Ich meine, ich hätte den schon weggebracht. Ja, weil mit dem können wir dann nämlich noch schnell alles rüberräumen dann, ne? So, also die bleiben hier. Ja, das sind die beiden Mähdrescher, die bleiben hier. Lieber Gott im Himmel, ganz ehrlich. Bist du geschafft? Na klar. Ja. Das war jetzt eben noch der Schreck in der Stunde. Aber da war noch Sprit drin. Also ganz ehrlich, das ist nicht in Ordnung so. Ja, aber war minimal. Also hätten wir wahrscheinlich nicht mehr mit. Zum Ausladen hätte es eigentlich noch reichen müssen, denke ich. Das stimmt, also das sehe ich auch so. Ja. Ja, jetzt haben wir 3 Rübenfelder gemacht, ne? Ja. Und 150.000 also, verdient plus... Die 26, das ist ein Teil, damit das andere war nicht... Wie viel Liter da jetzt an Rüben zusammengekommen ist, das werden wir ja nachher... Also, wir müssen, ja, bevor wir gleich das Silo leer machen, müssen wir mal gucken, weil es waren keine Zuckerrüben drin. Also, nur unsere sind da drin. Ja, aber ich hab ja schon bei uns in die Zucker... wo fahr ich denn lang? Nee, ich meine, was jetzt im Silo überhaupt drin ist. Ja, ist ja egal, ich habe ja das schon aber in die Zuckerfabrik gebracht. Da so drin ist, dann kann man ja grob überschlagen, weil ich habe ja auch schon einen ganzen Wagen in unsere Zuckerfabrik gebracht.
einen großen, hier den roten einmal und auch, wo fährst denn du da? Das war, glaube ich. Was denn? Ich fahre über kein Feld drüber. Jetzt fahren wir über den See. Ich fahre über kein... Oh, wow! Ah ja. Ich habe auch Pirouette gedreht. Ah, Tulup, Tulup. Ach so, die Kathi wird. Ja, ja. Unglaublich. Ja, ich habe von, hab von der Besten gelernt, ne? Ich habe von der Besten gelernt, das ist nun mal so. Ja. So, habe ich jetzt den Schuhkarton noch drinne? Wie war denn das jetzt? Abgepisst? Nein, habe ich nicht. Ach, du auch nicht? Nein. Ach. Hm. Das ist ein Ding. Da-di-da-da-da-du. Du-bi-du. So. Jetzt klicke ich mich mal durch gleich. Aber ich glaube, ich hab's nicht erfahren. Ada, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Hallo. Und Ron, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, Ron. So, jetzt guck mal bitte, was in der Zuckermühle drin ist. In der Zuckermühle? Warte. Dass wir so ungefähr wissen, wie viele Liter da schon drin sind. Und dann gucke ich jetzt noch gleich im Silo. So, also. Ich hätte gar nicht hier dran brauchen, das kann ich auch so sehen. Zuckerrüben. 160.000... Hä, kann das sein? 160.748 Liter, kann das sein? Was denn für ein Berg? Das kriegen wir nicht alles in die Zuckerfabrik, ne? Ich vermute auch. Wir schmeißen das neben die Zuckerfabrik, ist egal. Das machen wir irgendwann mal, oder? Wir schmeißen das einfach darauf. Worauf? Vor die Zuckerfabrik. Ja, genau. In den, auf die Einfahrt. Ach, stimmt. Wir schmeißen das einfach also auf die Einfahrt. Also bei den Kühen geht das. Also hinten... Wir schmeißen also, das genau da, wo wir abladen, da schmeißen wir ja alles hin. So, ich gucke jetzt mal, ob ich auf Feld 26 noch was steht. Da steht nur der Hänger. Aber ich kann damit auch einmal fahren. Und, der ausgeliehene Hänger steht da nur. So. Weißt du, der mit zu dem geliehenen Befüllung Zeug... starten. Ich komme auch. Und dann, Zuckerrüben. Sind hier 290.000 Liter. Ja, das ist alles unseres. Und 100 Dinge sind schon drin. Ach du Scheiße, noch drei weiße. Das ist doch mal... Das ist im Bahnhofsilo drin, aber wir wollen das dann nicht drin lassen, weil wir das vergessen. Ja. Und wir haben eine Zuckerfabrik. Wir wollen das da drinnen nicht lassen, weil wir das sonst vergessen. Wir sind beide so ja drauf, dass wir das vergessen. Ja. Und jetzt sowieso, weil wir haben ein Rübentrauma. Wir sind Rüben geschädigt. Wir hätten noch mehr gehabt, glaube ich. Ach, ist doch egal, aber das reicht doch. Wahrscheinlich, ja, vielleicht, ne? Wo ist der Traktor mit dem grünen Anhänger? Ja, das meine ich doch. Was für ein grüner Anhänger? Der Traktor mit dem grünen Anhänger, wo ist der hin? Ja, da stehe ich doch. Ach so, den hast du, oder was? Ja, das ist das aus, das ist das Gerät, was ausgeliehen ist mit den anderen Sachen. Der. Nee, der andere. Hattest du nicht noch einen mit dem grünen Anhänger? Doch, unseren. Ich weiß nicht, welchen du meinst. Alles gut. Ja, nee, hatten wir nicht auch einen? Hattest du nicht von uns auch eingeholt? Ja, den habe ich ja schon längst wieder weggebracht. Ach ja, da habe ich ja den Traktor abgemacht, den blauen. Nee, den habe ich vom Krampe abgemacht, glaube ich. Nee. Es ist kein Hänger mehr hier irgendwo. Trau dir nicht. Also. Hätten auch nichts mit sein.
Aber ganz ehrlich, so wie der LKW, also die Zugmaschine sich verhält, das ist nicht normal, ne? Was meinst du? Wie die Zugmaschine sich verhält, dass die immer so hin und her kippt. Ja, sag ich doch. Das ist nicht in Ordnung. Mein Trecker, der steht. Warte. Der steht zu Hause. So wie die Zugmaschine sich verhält, das sieht nicht gesund aus. Ja, das sage ich doch. Die zappelt die ganze Zeit. Da ist der Grüne. Ich habe doch vorhin gesagt, ich fahre schon mal alles so weit nach Hause. Überladen. Ja, das... Der Anhänger ist überladen. Okay. Also nach 8 Stunden Rüben ernten zu sehen, mache ich mir in meinem Spiel nur noch auf den Kartoffeln. Hier ist der eine Anhänger und da steht der andere Anhänger. Und mehr Anhänger haben wir nicht. Also, das ist... Und das hier, den ich gerade unterm Hintern habe, das ist der ausgeliehene. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ab wann das ab wann wir nur noch raufkippen. Ja, ich bin auch gespannt. Ab wann wir nur noch raufkippen? Oh, 8 Tage geht 12 Stunden Rüben. Oh. Boah, das ist auch. Ich hab nach den 8 Stunden schon Rübentrauma, ey. Rübenkoller. Oh Mann. Über 7 Millionen Rüben. Guck mal rein gleich. Bin ja mal gespannt, ob du noch voll machen kannst. Mach die Fläche vorher noch Beton. Ja, werde ich glaube ich auch machen. Ja, können wir es besser hoch, wenn wir es wegmachen müssen. Ja. Wir haben jetzt da drin... ...260.000 Liter. Wie viel passen da rein? Weiß ich nicht. Wer weiß, wie viel in die Zuckerfabrik reingehen? So viel, so viel bis sie voll ist. Echt? Da wäre ich ja... Oh Gott. Echt jetzt? So viel? Befüllung starten. Mach doch mal. Ja, 191.000 sind noch drinne. Geht ins Menü. Du musst eh noch warten. Kannst du mal ins Menü gehen? Ich muss warten? Auf das Laufband. Ja, bis ich reingefüllt habe. Achso, ja, warte, dann lass mich wenigstens, dass ich schon mal stehe. Danach würdest du die beim Rüben... Ja, mach ich vorher. Mach ich vorher, dass ich dann noch ein bisschen Beton hinmache. Dann schieben wir das einfach nachher nur noch mit einer Schaufel. Ich blink schon wieder. Ja, ja, genau. Wie macht man das Blinken aus? Warte mal. RB und nach links, glaube ich. Aha. Oder? Ja. So, was soll ich jetzt nachgucken? Auf das Laufband gucken, wie viel Fassungsvermögen die Zuckerfabrik hat. Auf das Laufband. Wo ist denn hier Zucker? Ich weiß nicht, wo das steht. Da oben siehst du, wie voll das ist. Ach so, ja. Ich würde sagen, Ich würde sagen, wir müssen unbedingt da ein bisschen Dings hin machen. Ja. Also ich würde sagen, ein Drittel ist noch frei ungefähr, oder? Oder ein Viertel? Ja, ein Drittel. Also wir werden auf jeden Fall noch Dings müssen. Beton vormachen müssen. Gib mir deine Zuckerrüben. Dann werden wir uns eine Schaufel holen und dann, oder so einen Schieber, wie ihr das für ich das denke, Grassilo habt. Ja, den können wir wahrscheinlich. Circa 350.000 passen rein. Also. Okay. Was?
Was denn? 350? Fehlt da nicht eine 0? Weil ich habe ja schon 594 auf meinem Hänger. Ich habe auch noch mal jetzt hier. Also diese, das ist wirklich kein Fahren mit dem LKW, ne? Wirklich nicht. Da bin ich aber beruhigt. Nee, das ist wirklich kein Fahren, ja, mit dem Ding. Sag ich dir. Ja. Vor allen Dingen scharfe Kurven kann der überhaupt gar nicht. Also ich habe mich schon ganz schön rumgeplagt mit dem Teil. Ja, hast du wirklich. Muss ich ehrlich zugeben. So. Quatsch. Ach, guck mal, unser Gras ist nicht. Nein, ein Scherz. Du kannst mich mal echt. Sowas von an der Poperze nuckeln, das ist mir so scheißegal. Das ist nicht nett, was du da gesagt hast. Das ist mir sowas von scheißegal. Meinst du, das reicht oder soll ich ein bisschen größer? Ich würde sonst hier nur einfach mittig machen. Schön groß, das wird ein Berg. Na, meine Mäuschen? Kannst du vielleicht mal mitgucken, meine Mäuschen? Was soll ich gucken? So, ist doch schön. Ja, super. Muss doch mal nach den Hühnchen gucken. Na, ihr kleinen Mäuschen. Hühnchen, dir auch gleich einer. Also es ist ja... Also nee. Also nee, ne? Das ist mir scheißegal, wie ich ablade. Ganz ehrlich. Mich täuscht, du hast die Faxen dicke. Ich hab die Faxen sowas von... Das geht auf jeden Fall schneller als dieses Rüttelkram. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel von dir noch reinpasst. Das will ich jetzt sehen. Ich bin leer. Tatsächlich. Aber es stimmt schon, wenn der jetzt leer ist, hat er ein ganz anderes Fahrverhalten. Ja, auf jeden Fall. Leer hatte ich auch nicht so Probleme. Also das war schon... Aber voll ist da wirklich, voll, also das ist katastrophal. Also ja. Da hätte ich Pirouetten gedreht, auch wie du. Ja. Da hätte ich Pirouetten genauso gedreht wie du. Mit dem habe ich ja auch nicht so Probleme. Also das war schon nicht so einfach, aber es ging ja. Und es passte ja auch ordentlich was rein, das ist ja auch... Ja. Ne? Manu? Ja? Kannst du bitte mal in meinen LKW springen? Ich bin gleich wieder da. Ja. Ups, Moment, ich muss mich mal hier... So. So, Büffelung starten. Thank you.
Da bin ich ja mal gespannt. Das wird ein Bär. Das wird ein Bär. Oh, ich weiß gar nicht, wie viel jetzt noch drin war. Huch. So. Wieder mal hier rum. Oh oh. Shit. So. Hallo MacPommy. So. Zack. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie viel waren denn da noch drin? Da müsste ja jetzt leer sein, glaube ich dann, ne? Oder? Ja. Ja. Hans, sind alle drei fertig. Wir wollten nur alles aus dem Silo rausholen. Und dann kann Andrina die gleich alle abschließen. So, ja. Tatsächlich, jetzt haben wir das Silo leer. Okay, dann springe ich jetzt mal hier rein. Ne? So, bin ich gespannt. Das wird wohl nicht mehr alles in die Zuckermühle gehen, oder? So. Ja, das ist Hammer, wie der schlenkert, ne? Das ist schon... Das ganz anderes, wenn man mit dem anderen Teil fährt. War das hier schon? Ja. Ja, der schwankt mächtig. Bisschen überladen, das Teil. Ja. So. Ja, es war schon ganz schön heftig. Also. So, da wollen wir mal gucken. Also der hat auf jeden Fall erstmal Zucker für die, weiß ich nicht, wie viel nächste Zeit. So, mal schauen, ne? Ja, wahrscheinlich nächsten Jahre. Ach, kann das sein, dass der nichts mehr rausmacht? Der ist voll, ne? Was mache ich jetzt? Abbrechen? Y, so. Okay. Ja, dann würde ich sagen. Ja, was meint ihr? Soll ich das hier rauslassen? Hm. Ich hole erstmal den anderen. So. So. Ja, okay, daneben.
Genau oben drauf. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich versuche das gleich mal. Weil er wollte ja nichts mehr nehmen, ne? Sorry. Ja. Also der LKW steht jetzt vor der Zuckerfabrik. Ja. Muss ich gucken, weil da geht nichts mehr rein. Okay, da geht nichts mehr rein. Ja, müssen wir jetzt dann davor halt, ne? Ja. Rübenschnitzel, ja, das habe ich auch noch nicht. Ist das auch für die Zuckerfabrik dann? Oder was macht man damit? Oder heizt man damit? Also, beziehungsweise diese Biogasanlage. EGA. Ja, obwohl ich denke mal, das wollen wir ja behalten, ne? Wir wollen ja Zucker machen. Wir wollen ja die ganze Nation mit Zucker versorgen. Also mit Kuchen später. So. Ja, da geht das. Also, jetzt hast du das doch. Ach doch, geht doch. Oder wie? Ah, daneben, ja. Nimmt er nicht? Ich häng fest. Ja, warte, ich nehme mich schon mal hin. So. Guck mal, der räumt sich richtig gehend auf. Der kommt gar nicht. Hängt da irgendwo fest. Ja, danke schön. Dankeschön. So. Ach nee, immer noch. Kann sich nur noch im Jahre handeln. Ja, ist doch nicht schlimm. Ist noch was drin in der Dings? Wo denn? Nein, Silo ist leer. Ich habe jetzt die leere Fuhre und wenn meins leer ist, kannst du die alle abschließen, weil ich habe, das ist hier der geliehene Hänger, den ich habe. Ja. Weil dann müssen wir noch eben ausladen. Fahr nicht so dicht an die Dings. Genau so und dann lade jetzt ab. Beide auch unter Umständen. Beide drücken. Hin. Beide und dann Y oder wie geht das? Was? Bei dir? Wie geht das bei dir? Weiß ich nicht. Beide. Hier abladen. Und dann Y, genau. Doch, bin ich schwer in den ollen Dings. Oh, so viel ist das gar nicht. Ja, und dann haben wir das auch fertig. Gott sei's gedankt, gepriesen und gepfiffen. Ich schieb das dann beim nächsten Mal ein bisschen zusammen und dann ist gut. So. Und das war's. Ja, dann würde ich sagen, kannst du abschließen. Gott. Wann meine ich wieder einsteigen? Rüppli. So, dann mache ich das Bild mal auf mich. Und dann könnt ihr jetzt sehen, wie die Rubel rollen. Mhm. Also, Auftrag Nummer 4 haben wir als erstes gemacht. Für 22.582. Abschließen. Ja. Dann haben wir Feld 26 gemacht für 80.000. Da bleiben aber nur noch 77.000 wegen Mietkosten. Mhm. Abschließen. Und dann haben wir Feld 15 für 27.000. Abschließen. Super. Wow. Und dann haben wir noch ein Maisfeld zum Ernten. Aber heute nicht mehr. Nein. Wir haben 161.000 Pinunsen auf dem Dings. Wir haben hier jede Menge Rüben vor der Zuckerfabrik. Und in der Zuckerfabrik sind 359.990 Liter Zuckerrüben. Und wenn man sich das nochmal anguckt, wir haben
Feld 4 komplett. Dann Feld 26, das ist das größte. Und dann hier nochmal Feld 15. Jetzt ist, jetzt ist Schicht im Schacht. Alter Schwede. Ja, hat sich gelohnt. Wahnsinn, hat sich voll gelohnt. Also wenn du... Was waren das jetzt? Wie viel? 400.000? 500.000? Oder wie viel? Wie viel? Wie viel Zuckerrüsen war... Boah, erschreckt mich doch nicht so! Ich geh die ganze Zeit schon hier. Wie viel Zuckerrüben mögen das sein? Boah. Also den, was wir jetzt bekommen haben, ich weiß es nicht, 500.000 Liter? 200.000 Liter? Mehr. Liegen da, oder was? Wie viele Nullen sind das? Ich kann das nicht sehen. Ja, ich weiß nicht, also es war auf jeden Fall jede Menge. Jede Menge ist also das. 600.000 Liter. 600.000 Liter Zuckerrüben. Ja, es war wirklich, also es war wirklich wahnsinnig viel. Aber es hat sich gelohnt. Also man muss schon sagen, das hat sich echt gelohnt. Weil mit dem Zucker und so, da werden wir auch gut verdienen und ja, 21 Uhr war angesetzt, 0 Uhr haben wir gleich. Herzlichen Glückwunsch, das waren mal eben so schön 8 Stunden und 58 Minuten. Oh Gott. Oh. Ja, 9 Stunden, also die letzten... Ey, wir haben noch eine Minute oder sowas. Nee, wir haben noch 10 Minuten. Miri hat gesagt, 2 Minuten vor 12 haut sie ab. Oh Leute, ja, ohne euch wäre das natürlich... Speichern nicht vergessen. Speichern nicht vergessen. Ohne euch wäre das natürlich nicht gegangen, ist klar. Hier, speichern. Ohne euch wäre das natürlich nicht gegangen. Das war ein mega genialer Stream. Ja, das war er. Ich weiß, ihr wünscht euch das öfter, aber so oft wird das nicht vorkommen. Also solche Streams müsst ihr genießen. Das ist nun mal so. Ansonsten bleiben ja immer noch die 3 Stunden, die wir unter der Woche haben. Jetzt stürzt der PC ab, alles nochmal machen. Ehemann. Ehemann, wenn du heute Nacht nicht im Keller schlafen möchtest, ja? Oder in der Badewanne. Danke, Heiko, ja. Waren wir fleißig, wir waren echt fleißig. Ich gehe jetzt in den Endbildschirm, du darfst schon mal gute Nachtgrüße vorlesen.